Mensch, wir stehen ja schon wieder auf diesem lustigen Gang bei Adidas. Ja, wir von Turnschuh TV haben so viel Geld, dass wir, wenn wir wollten, jeden Tag nach Herzogenaurach fahren könnten. Wir leben schon hier. Wir haben so wenig Klamotten, das war immer das Wir haben so wenig Klamotten, deshalb, weil wir so viel Geld dafür verprassen. Auch die Flatrate auf Till ist auch nicht so günstig. Da lacht er. Was hast denn du jetzt gedacht? Nichts. Wir haben eine Adilette am Start und wenn wir mit Till reden, und das wisst ihr mittlerweile, reden wir über Customization. Und das heißt, die Adilette kennt man schon, dass man die Farben bei MyAdidas grundsätzlich ändern kann. Da gibt es einige Varianten, wie man sich die Adilette selbst zusammenbauen kann. Und jetzt wird der nächste Step im Prinzip gemacht. Und der Schritt wird recht groß werden, weil bis dato konnte man halt nur Farben customizen. Wir haben natürlich auch gesehen, dass die Adilette immer noch ein sehr, sehr beliebter Schuh bzw. beliebte Slide ist. Und wollten das aber dennoch auf eine andere Ebene heben. Und dementsprechend haben wir uns ein Konzept überlegt, was noch nicht 100% final ist, wie ihr heute seht. Ja. Aber um euch einfach schon mal einen Teaser zu geben, wie es halt aussehen wird. Es gibt 4 Stories. Mhm. Es gibt, fangen wir mal einmal bei der Premium-Variante an. Hab ich die oder Eddie? Die hast du. Es wird eine Premium-Adilette geben. Die aus meiner Sicht sehr, sehr erfolgreich sein kann auch. Was wir halt hier anbieten werden, ist, wir werden die Materialien aus dem ersten Konsortium Stan Smith Drop anbieten. Das heißt, das Ostrich, Snake, Croc und das Buttersoft Leather werden wir anbieten für den Strap. Zusätzlich hast du als Konsument die Möglichkeit, dir im Prinzip das Fußbett auch noch mal komplett einzuhüllen in Suede-Leder. Super. Ja, und kannst dann dementsprechend noch diesen Schuh personalisieren. Personalisieren auf der Ebene, dass ich, also das ist ja grundsätzlich eine Personalisierung, dass ich mir die Materialien aufwähle, aber Personalisierung auch noch mal im Sinne von, ich kann mir noch irgendwo genau, einen Print deine Initialen, oder einen Initialen rein lasern lassen. Rein lasern, okay. Super. Was hast du hier jetzt noch hingelegt? Das ist Translucent. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich diese ganzen, diese Jellyfish-Schuhe, die man früher, wenn man nach Kroatien gefahren ist, in Urlaub, weil es da einen Steinstrand gibt, Wasser angezogen hat. Und das wurde ja jetzt auch wieder so ein bisschen zum Trend, gerade bei den Mädels. Und wir bieten halt jetzt diese Jellyfish-Straps auch zusätzlich an, dass du dir halt deine Jellyfish-Adilette bauen kannst. Ist die Sohle dann auch in diesem Jellyfish-Finish, oder? Nee, die ist dann auf der normalen, auf dem normalen Fußbett. Wäre das denn möglich, sowas in Jellyfish, oder ist diese Materialkombination gar nicht so transluzent möglich? Haben wir, es ist relativ komplex, dadurch, dass natürlich das auch extra entwickelt werden muss. Und wir waren der Meinung, dass es halt über die Straps halt ganz gut schon rüberkommt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Premium, wir hatten Translucent. Was ist die dritte Story? Das wird eine Graphic Story werden. Das heißt, du kannst dir deine Adilette komplett in eine Grafik bauen lassen. Das heißt, du kannst dir dann dementsprechend auch wieder einen Double Camo Look bauen, dass du das Fußbett zum Beispiel in einem traditionellen Camo hast. Flex-Tarn und oben drüber genau, Desert. Genau, oben Desert oder Flower Print oder was auch immer. Was wäre mit Urlaubsbildern? Das geht nicht. Diese Foto. Die Foto-App haben wir bis jetzt. Ist doch lustig, oder? Hier so ein Sonnenuntergangbild oder der Typ, der diese Sonne hält. Kennt ihr den? Ja. Oder sie nicht hält. Oder sie nicht hält. Genau. Der Frisur. Nee, die Foto-App haben wir jetzt bis jetzt exklusiv für Flux vorgesehen. Aber das ist grundsätzlich auch ein Gedanke, mit dem du spielst, da das auch auf die anderen Custom-Modelle zu bringen, oder? Also kannst du mir nicht erzählen, dass du jetzt sagst so, ja, 2020 mal ein Foto drauf, bin ich zufrieden. Na, das Gute ist ja, ich habe nichts anderes zu tun, als über Customization nachzudenken. und dementsprechend ist das natürlich irgendwie schon mal in den Kopf gekommen. Wir werden aber die App anderweitig weiterentwickeln. Okay. Es gibt also noch keinen Termin, man überlegt es, man muss jetzt aber erstmal gucken. Na, eigentlich gibt es schon alles, wir müssen noch kommunizieren. Okay. Na Mensch, guck mal, da haben wir hier 3 Kameras und ein Mikrofon. dafür komme ich dann mal nach Berlin. Dafür kommt Till nach Berlin. Okay, das nehme ich nicht beim Worte. Dann wollen wir dir jetzt nichts rauslocken, was du noch nicht sagen möchtest. Diese Print-Geschichte Text. Genau, das ist dementsprechend die vierte Geschichte, die ich persönlich auch als sehr stark einschätze. Du hast im Prinzip die Möglichkeit, über den linken und über den rechten Strap eine Message zu transportieren. Hick. Ja?
Matt, ganz genau. Entweder Namen, Geburtsdatum, einfach irgendwie, keine Ahnung. Man muss sich nicht mehr wie den goldenen Knuckles tätowieren Love lassen. Fans. Nee, du kannst jetzt auch den goldenen Strap machen und Cashflow draufschreiben. Okay. Oder was auch immer. Was auch immer du raufschreiben willst. Natürlich haben wir da auch eine Moderation, klar. Aber ich denke, dass das ein ganz interessantes Feature Super. Ist. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade bei Cashflow hängen geblieben und denke jetzt gerade schon an ganz andere Wort- und Satzkombinationen, die vielleicht mehr oder weniger Sinn ergeben können. Wie liegen die Dinger preislich? Oh ja. Preislich wird logischerweise die Premium-Adilette am teuersten werden. Und da kommt es natürlich immer auch auf die Personalisierung an, wie du es halt baust. Okay. Wenn du alles wirklich reinbaust mit Personalisierung, mit allem drum und dran, wird das Ding wahrscheinlich so rund um die 80 Euro liegen. Okay. Logischerweise bieten wir auch den alten Preispunkt an, die 34,95 auf der ganz klassischen Variante. Alle anderen liegen halt dazwischen. Zwischen 34 und 80 Euro ungefähr. Genau. Aber wieder nicht festnageln. Könnte auch noch 5 Euro plus minus sein. Nein, am Ende des Tages ist es halt auch so, dadurch, dass es halt so komplex ist. Ja. Wir arbeiten ungern mit so einem Upcharge. Ne? Also wir haben halt lieber einen festen Preis und der Konsument darf dann halt entscheiden, was er halt dafür haben will. Ja. Wie eine Flatrate. So. Hier müssen wir es allerdings machen, weil natürlich die Materialien extrem teuer sind. Und ja. Aber finde ich eine sehr geile Geschichte. Startet auch ab April. Genau. Und wird dann wahrscheinlich im Sommer. Der Hit. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ach, denke ich schon. Also ich bin großer Adiletten-Fan und ich denke, jetzt mit den Optionen werde ich mir sicher auch noch mal ein, zwei Dinger machen. Mindestens. Ja, also. Wie ist es denn? Gibt es dann aber für dich eigentlich auch die Möglichkeit, wenn du so dann da stehst, zu kollaborieren, oder? Zu sagen so, ey, wir fahren mal eine Store-Collab oder wir fahren mit bestimmten Celebrities, ob jetzt, weiß ich, Kanye West oder wem auch immer, irgendwie eine Collab. Die Yeezy-Lette, Alter, ich hab's als erster gesagt, möchte ich, wir haben's auf 3 Kameras. Also für uns ist halt Customization immer noch One-of-One. Und wir versuchen das natürlich auch so gut wie möglich irgendwie zu verfolgen. Dennoch haben wir jetzt auch gerade so bei der Foto-App, aber auch beim Stan Smith überwiegend gesehen, dass das Interesse sehr, sehr groß ist an diesem ganzen Konzept, grundsätzlich an diesen Ikonen, was natürlich Adilette, was die Adilette auch ist und sein kann. Und da muss man jetzt einfach mal sehen, wie man damit umgeht. Ja. Ich persönlich finde halt, das Wort Collaboration darf man nicht irgendwie inflationär behandeln. Was ja teilweise irgendwie der Markt schon so ein bisschen widerspiegelt. Ja. Und selbstverständlich werden wir aber... Ich finde, gerade bei sowas schreit es eben danach, weil wie die ganz normale Running- oder Basketball-Kollabo kennt jetzt eben jeder und darf jeder und gibt es eben viel, aber das... Ja, uns ist, also mir persönlich oder uns ist natürlich auch wichtig, dass wir unseren Freunden und unserer Familie im Prinzip Zugang gewähren für diese Adilette. Wie das dann aussieht, ob das One of One ist oder One of 12, müssen wir jetzt einfach mal sehen. Da kann ich heute zu wenig drüber sagen, weil ich auch nichts Falsches sage. Ja. Also wir wollten darauf hinaus, Turnschuh-TV, Adilette. Turnschuh-TV, also Turnschuh-TV ist blöd zu trennen. Ja, musst du halt in diesem Ton und Schuh, im Wortlaut schreiben. T-R-N-S-C, genau. Ja, kriegen wir hin. Mann. Dann danke ich dir, Till, für dieses Update. Lasst einen Daumen hoch da fürs Video, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig, was euch so gefühlsmäßig durch den Bauch geht, wenn ihr diese tollen Neuigkeiten mit der Adilette hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke dir, Till. Easy. Jo, danke. Bis bald.